Goethe-Zertifikat A2. Modellsatz. Hören. Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Jetzt ist Herr Fichte am Telefon. Guten Tag. Guten Tag. Ja, also, als Kind bin ich mit meinen Eltern in viele Museen und Ausstellungen gegangen. Ich habe immer hier in der Großstadt gelebt. Am besten gefallen mir die Kunst von heute und die Fotografie. Ich fotografiere ja auch selbst gern. Zum Beispiel Menschen und Tiere in der Natur. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Jetzt ist Herr Fichte am Telefon. Guten Tag. Guten Tag. Ja, also, als Kind bin ich mit meinen Eltern in viele Museen und Ausstellungen gegangen. Ich habe immer hier in der Großstadt gelebt. Am besten gefallen mir die Kunst von heute und die Fotografie. Ich fotografiere ja auch selbst gern. Zum Beispiel Menschen und Tiere in der Natur. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Liebe Zuhörer, das Wetter im Norden bereitet uns heute einige Probleme. Es gibt schon am Morgen viel Regen und am Nachmittag kommt noch starker Westwind dazu. Auch in den nächsten Tagen bleibt es bei 10 Grad kühl und windig. Nur im Süden ist es heute und morgen bei 18 Grad warm und trocken. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Zuhörer, das Wetter im Norden bereitet uns heute einige Probleme. Es gibt schon am Morgen viel Regen und am Nachmittag kommt noch starker Westwind dazu. Auch in den nächsten Tagen bleibt es bei 10 Grad kühl und windig. Nur im Süden ist es heute und morgen bei 18 Grad warm und trocken. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Achtung, liebe Gäste! Das Abendessen gibt es heute erst um 19 Uhr. Leider ist unser Koch krank. Wir bekommen das Essen heute und morgen aus der Rathausküche. Es gibt heute Abend Waldorfsalat, Rinderbraten mit Gemüse und Schokoladenmus. Wir entschuldigen uns für die Verspätung und wünschen guten Appetit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, liebe Gäste! Das Abendessen gibt es heute erst um 19 Uhr. Leider ist unser Koch krank. Wir bekommen das Essen heute und morgen aus der Rathausküche. Es gibt heute Abend Waldorfsalat, Rinderbraten mit Gemüse und Schokoladenmus. Wir entschuldigen uns für die Verspätung und wünschen guten Appetit. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Hallo Elisabeth, hier ist deine Schwester Maria. Toll, dass du mich besuchen willst. Ich hole dich morgen um 14.30 Uhr am Bahnhof ab. Wir fahren dann zusammen mit dem Bus nach Hause. Die Fahrt dauert nur 5 Minuten, aber so müssen wir deine Tasche nicht tragen. Gute Reise. Ich freue mich, dass du kommst. Bis morgen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Elisabeth, hier ist deine Schwester Maria. Toll, dass du mich besuchen willst. Ich hole dich morgen um 14.30 Uhr am Bahnhof ab. Wir fahren dann zusammen mit dem Bus nach Hause. Die Fahrt dauert nur 5 Minuten, aber so müssen wir deine Tasche nicht tragen. Gute Reise. Ich freue mich, dass du kommst. Bis morgen.
Lesen Sie jetzt. Aufgabe 5. Hallo Malte. Du spielst doch so gern Tennis. Mein Club organisiert am Wochenende eine Tennisveranstaltung für Spieler ab 18 Jahren. Wenn du willst, schicke ich dir per E-Mail alle wichtigen Informationen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Malte. Du spielst doch so gern Tennis. Mein Club organisiert am Wochenende eine Tennisveranstaltung für Spieler ab 18 Jahren. Wenn du willst, schicke ich dir per E-Mail alle wichtigen Informationen. Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Kommst du, Franziska? Heute ist Donnerstag und gleich fängt der Film an. Den wolltest du doch auch sehen. Ach, Peer, ich möchte ja gern den Film sehen, aber ich muss noch mal weg. Um 19 Uhr beginnt mein Englischkurs. Frag doch Anna. Vielleicht hat die Zeit und Lust. Die ist gerade mit dem Fahrrad zu ihrer Freundin Jutta gefahren und kommt erst spät am Abend zurück. Aber du bist doch so gut in Englisch. Du kannst ruhig hierbleiben und dir den Film ansehen. Peer, das geht nicht. Nach dem Kurs will ich mich dann noch mit Carola treffen und mit ihr über unsere Reise nach England sprechen. Das dauert sicher auch noch eine Stunde. Naja, ist in Ordnung. Hat sie denn Zeit für die Reise? Ja, klar. Ihr Mann Paul ist doch Lehrer und kann sich nachmittags und abends um die Kinder kümmern. Es sind ja auch nur 5 Tage. Und du weißt doch, ihr Mann ist ein toller Mensch. Er versteht sich gut mit den Kindern. Dem macht es richtig Spaß, auf sie aufzupassen. Ja, ja, ich weiß. Und was ist eigentlich mit seinem Bruder Markus? Der ist doch auch Lehrer. Nächstes Jahr geht der vielleicht nach Amerika. Man hat ihm eine Stelle an der Universität angeboten. Tolle Sache. Dann frage ich halt meinen Sohn Oliver. Unser Sohn, ja. Der sieht gern Filme, er ist aber gerade zum Einkaufen in die Stadt gefahren. Du hast heute wohl kein Glück. Ende Teil 2. Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Was haben Sie denn gestern Abend auf der Party gegessen? Ich wollte Pizza essen, aber es gab so viele andere gute Sachen. Pizza habe ich nicht gesehen. Zum Beispiel gab es so kleine Brötchen mit Schinken und Käse. Das sah gut aus. Und der Fleischsalat hat mir sofort gefallen. Also habe ich den genommen. Hat prima geschmeckt. Klingt gut.
Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Was darf es sein? Mir gefällt das Kleid mit den kleinen Blumen. Welche Größe haben Sie denn? Dieses Kleid haben wir nur noch in Größe 40. Schade. Ich habe Größe 36. Gefällt Ihnen vielleicht das mit den großen roten Rosen? Oder das hier, mit den Punkten? Für die Kleider bin ich zu jung. Sie könnten meiner Mutter gefallen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Hallo Sina, hier ist Tobias. Hallo Tobias, wie geht es dir? Du, ich habe Konzertkarten für Samstag im Schlosspark. Kommst du mit? Ich glaube, das Konzert findet auf dem Marktplatz statt. Ich weiß. Zuerst haben sie sogar gesagt, dass sie das Konzert im Rathaus machen. Aber jetzt habe ich die Karten. Da steht Schlosspark. Super, gern. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Tag, Claudia. Was machst du denn in Köln? Hallo, Dirk. So eine Überraschung. Ich habe einen Ausbildungsplatz gesucht. Ich habe zuerst in einem Hotel gefragt. Danach war ich in einer Großküche. Das hat alles nicht geklappt. Aber jetzt bin ich in einem Restaurant. Die haben mich genommen. Ich bleibe 3 Jahre hier. Herzlichen Glückwunsch. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Ja, bitte? Hier ist Roland Meyer. Ich habe gehört, Sie wollen Ihren Computer verkaufen. Kann ich ihn mir mal ansehen? Hör mal, Roland, ich verkaufe nur meinen Drucker. Der Computer ist noch ziemlich neu. Und was ist mit dem Handy? Verkaufen Sie das auch? Also, wer hat dir denn das erzählt? Die Leute reden zu viel. Ende Teil 3. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Alexander, schön, dass Sie kommen konnten. Erzählen Sie uns bitte, wie Sie als Skiläufer in die Nationalmannschaft gekommen sind. Im Winter bin ich schon als kleiner Junge jedes Wochenende mit meinen Eltern Ski gefahren. Mit 6 Jahren habe ich einen Skilehrer bekommen. Haben Sie mit Ihrer Familie damals schon in Süddeutschland gelebt? Nee, wir kommen aus Bonn. Als ich 14 war, sind wir in die Nähe von München gezogen. Deshalb kann ich 4-mal die Woche trainieren. Und nicht nur am Wochenende. Haben Sie auch noch andere Hobbys? Nein. Wenn ich nicht trainiere, gehe ich joggen. Oder trainiere im Fitnesszentrum. Und wie sind Sie in das deutsche Nationalteam gekommen? Vor 2 Jahren hat mich ein Trainer gesehen. Danach habe ich eine Einladung bekommen. Zu einem 7-tägigen Trainingscamp in den Schweizer Bergen. Und? Sind Sie mitgefahren? Ja, natürlich. Das war eine tolle Erfahrung. Ich habe andere Skifahrer getroffen, viel gelernt und viel Spaß gehabt. Stimmt es, dass Sie jetzt einen festen Platz im deutschen Nationalteam haben? Das ist richtig.
Ich arbeite jetzt mit der offiziellen Mannschaft. In der Gruppe werde ich im Skilaufen immer besser. Und was ist mit dem Beruf? Ich studiere an der Uni. In 10 Monaten mache ich meinen Abschluss. Das heißt, ich brauche jetzt mehr Zeit zum Studieren. Aber ich denke, dass ich nächstes Jahr wieder mehr trainieren kann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Alexander, schön, dass Sie kommen konnten. Erzählen Sie uns bitte, wie Sie als Skiläufer in die Nationalmannschaft gekommen sind. Im Winter bin ich schon als kleiner Junge jedes Wochenende mit meinen Eltern Ski gefahren. Mit 6 Jahren habe ich einen Skilehrer bekommen. Haben Sie mit Ihrer Familie damals schon in Süddeutschland gelebt? Nee, wir kommen aus Bonn. Als ich 14 war, sind wir in die Nähe von München gezogen. Deshalb kann ich 4-mal die Woche trainieren. Und nicht nur am Wochenende. Haben Sie auch noch andere Hobbys? Nein. Wenn ich nicht trainiere, gehe ich joggen oder trainiere im Fitnesszentrum. Und wie sind Sie in das deutsche Nationalteam gekommen? Vor 2 Jahren hat mich ein Trainer gesehen. Danach habe ich eine Einladung bekommen zu einem 7-tägigen Trainingscamp in den Schweizer Bergen. Und? Sind Sie mitgefahren? Ja, natürlich. Das war eine tolle Erfahrung. Ich habe andere Skifahrer getroffen, viel gelernt und viel Spaß gehabt. Stimmt es, dass Sie jetzt einen festen Platz im deutschen Nationalteam haben? Das ist richtig. Ich arbeite jetzt mit der offiziellen Mannschaft. In der Gruppe werde ich im Skilaufen immer besser. Und was ist mit dem Beruf? Ich studiere an der Uni. In 10 Monaten mache ich meinen Abschluss. Das heißt, ich brauche jetzt mehr Zeit zum Studieren. Aber ich denke, dass ich nächstes Jahr wieder mehr trainieren kann. Ende Teil 4.